Wir können ja mal gucken, ob wir dazu. Wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. Bearbeiten. Bewaffnung. Halt, da müssen wir nochmal beigehen. Ich hätte da nämlich gerne wieder ein Medkit mit drinne. Das ist alles gut. Scharfschütze, dich werden wir kurz bearbeiten. Du brauchst nämlich jetzt das Plasma-Präzisionsgewehr. Du wirst auch bearbeitet werden. Du kriegst die Schalenrüstung und du kriegst das leichte Plasma-Gewehr. Unterstützung. Du kriegst die schwere Plasmawumme. Und du wirst noch das Medkit kriegen. Das wollte ich jetzt nicht. So, dann haben wir den ausgerüstet. Und dich werden wir auch nochmal bearbeiten. Schalenrüstung, Plasmagewehr und Medkit. So, die sind alle ausgerüstet. Sekunde, kann ich den entfernen? Wie weit ist der Sith? Ist der. Ne, der ist noch 3 Tage beschäftigt. Gut. Ich würde sagen, das passt soweit. Was hattest du hier? Du hattest das leichte Dingenskirchen. Einsatz starten! Ich hoffe wirklich, sie machen noch ein Remake von XCOM Terror from the Deep. Die wären ja doof, wenn sie das nicht machen würden. Beginne den Angriff! Die brasilianischen Behörden haben um Hilfe gebeten. Daher ist das unser nächstes Ziel. Okay. Ich hoffe mal nicht, dass da irgendwelche Zivilisten noch rumeiern. Das wäre in der Tat etwas doof. Ich meine, wenn die Aliens schlau wären, hätten sie sowieso gleich, nachdem sie da sind, gleich den Flak aufgestellt, damit die unsere Leute hier gleich vom Himmel holen, sobald sie anfliegen. Aber das tun sie anscheinend nicht. Der Rat teilte soeben mit, dass wir die Verbindung zu einem Außenposten verloren haben, der Alien-Aktivität registrieren soll. Ja. Unser Primärziel ist die Sicherung dieser Anlage, um sie schnellstmöglich wieder einsatzbereit zu machen. Jo, okay. Sehr schön. An dieser Stelle werde ich jetzt aber nochmal ein Päuschen einlegen. Ich habe nämlich Hunger und sage deswegen bis später. Tschüss. Ja, hallo Leute. Weiter geht es mit der Operation Zerborstener Motor. Wir sollen diese Überwachungsanlage in Brasilien, sollen wir jetzt quasi von Aliens befreien. Wollen mal sehen, ob uns das jetzt so gelingt oder ob wir mal wieder total fehlen werden. Ich fürchte mal eher, das wird passieren, aber das werden wir dann gleich alles sehen, denke ich mal. So kann man mit den Leuten als erstes mal irgendwie auf diese Dinge rauf. Das würde mich erstmal brennend interessieren. Kann man anscheinend nicht. Gut, mal gucken, wie unsere Bewaffnung aussieht. Das ist schon wieder etwas länger her, seit ich hier das letzte Mal gespielt habe. Plasmagewehr. Alles klar. So, unser Veteran wird mal gleich einmal nach vorne und einmal sichern hier. Und Feldposten spielen. Ich weiß noch gar nicht, wo ich überhaupt hier hin muss, aber das werden wir dann schon sehen. Gut. Noch irgendwas an schweren Plasmagewehren hier? Nee, die haben alle nur leichte. Du bist der Letzte mit dem schweren. Würde ich sagen, dass du mal hier hinter in Deckung gehst und da einmal sicherst in diese Richtung. So, und ihr werdet mal nach hier drüben und da absichern. Sehr schön, und du gehst da mit. Und spielst auch Feldposten.
So, du, was machen wir denn mit dir jetzt am besten? Ich würde sagen, du wirst dich erstmal hierhin in Sicherheit bringen. Und für den Sniper, den lassen wir da erstmal stehen. Für den müssen wir gleich erstmal eine günstige Position finden. Deswegen spielt er hier erstmal Feldposten. Ich würde ja fast sagen, den Sniper bringen wir hier oben auf das Gebäude irgendwie hier. Am besten in diese Ecke. Du wirst mal hier drüben uns den Weg für den Sniper freimachen. Ja, da kann er oben gleich hinspurten. Du wirst mal hier einmal reinlinsen gleich. Ja, genau. Geh da einmal hinten hin. Geh da mal in Deckung. Leichte Plasmatroller. Du wirst mal hier weiterlaufen. Vielleicht geht das hier noch weiter. Nicht mehr viel, wie es scheint. Da ist dann gleich zu Ende. Du gehst mit dahinter. So, mal das Mikro anders positionieren hier, so. Ich würde sagen, du gehst mal in diese Ecke. Feuer eröffnen! Aha. Sieh an, wer da ist! Natürlich daneben, wer hätte es anders gedacht? Nein, das ist kein Negativschaden. So, du machst hier Feldposten und der Sniper wird jetzt mal zusehen, dass er hier oben hinsportet. Dann haben wir dich erstmal gleich in der günstigen Ausgangsposition. Achtet auf den Unterbeschuss! Du bist doch Feldposten, warum tust du nichts? Hast du keine Lust? Keine Ahnung, wie es geht? Ich meine, kann ja sein. Das ist ja alles schon wieder nicht wahr hier. Geh mal hinter diesen Kisten erstmal einmal in Deckung. Und jetzt wirst du ihm erstmal einen verbraten. Du bist doch so nah dran. Das ist nicht gut. Ach, sag bloß. Geh mal dahin. Und dann machst du jetzt hier Feldposten. Du wirst... Ja, was wirst du denn? Ich würde ja fast sagen, du bewegst dich hier mit rüber. Hauen wir die Arschlöcher um. Noch mehr. Ist ja bald fürchterlich hier. Du siehst aber keinen, deswegen wirst du da mal hoch. Du siehst einen! Ich würde sagen, mit dem ersten Schuss von beiden schnellen Feuern räumst du die Deckung weg und mit dem zweiten solltest du ihn dann treffen. Verdammt. Ja, jetzt hast du mit dem zweiten Schuss die Deckung weggeräumt. Eieieiei. So, du wirst einmal auf die Pistole wechseln. Und ihn mal eine verpulen dort. Verdammt, ich hätte dir mal eine andere Pistole mitgeben sollen vielleicht. Geh da mal rein. Und Feldposten. Nun bin ich ja mal gespannt, ob ich neugierig bin. War klar, dass wir hier auf Thin Man treffen. Ist ja ein Infiltrationsansatz. Das sind ja die Infiltratoren der Aliens. In Deckung! Hier ist Appel der Tod wieder!
Ja, jetzt ist deine Deckung weg, aber in der nächsten Runde müsstest du ihn eigentlich treffen können, vernünftig. Du bist doch hinter der Mauer! Wieso kann der dich treffen? Sag bloß. Ja, Holz einfach volle Kanne daneben. Sterbt doch einfach alle. Ah, so muss das aussehen. Wieso, sie hat es dir vorgemacht und jetzt tu das auch so. Nee, ich würde ganz gerne erstmal mit MC Sniper loslegen. Okay, das sieht ganz gut aus eigentlich. Aber ich würde sagen, das ist unser erstes Ziel dort. Das sieht gut aus. So, was kannst du jetzt machen? 54 zu 54. Schnellfeuer. Sehr schön. So, und du wirst mal hier hin. Dann können wir jetzt gleich vielleicht durch das Fenster den erwischen, falls er sich bewegen sollte. Du ziehst dich erstmal zurück. Und du müsstest eigentlich treffen können. Das mach mal ruhig, das sah ja recht gut aus schon mal. So, du rückst nach dort vor und spielst da Feldposten, falls einer um die Ecke linst. So, Aliens sind dran. Was kommt? Er kommt. Hier geht's gut. Das ist schön. So, du wirst jetzt mal ihm da hinten eine verpulen mit Schnellfeuer. Erster Schuss Deckung weg. Zweiter Schuss getroffen. So hatte ich das geplant. Und du wirst jetzt mal ihm eine verpulen. Können wir ruhig mal einen kritischen Schuss riskieren. Dann haben wir die da jetzt nämlich auch weg. So, du hast doch bestimmt... Das hast du dabei. Du hast bestimmt auch einen dabei. Jap, hast du. Dann kannst du gleich hoch und unseren Sniper einmal heilen. Und du, mein Bester, wirst dich mal hier ans Fenster begeben und Feldposten spielen. Du wirst vorrücken in diese Richtung. Und Feldposten spielen. Sehr schön, sehr schön. Du kannst dich auch mal... Ah, hier ist so ein alter Tank. Wenn der hochgeht, wenn da irgendwer schießt... Na gut, das sehen wir dann gleich. Aber ich denke mal nicht, dass da jetzt gleich einer drauf ballern wird. Und du bleibst hier Feldposten, weil ich habe das dumme Gefühl, da hinten sind noch mehr. Gut. Geh mal dort oben mit hin zum Sniper.